So Leute, es ist wieder soweit, ja. Wir haben uns bei strahlendem Sonnenschein und knappen 30 Grad spontan auf den Nachmittag verabredet zur Barsch-Challenge Nummer 8. 8? Nummer 8. Ja, Nummer 8. Wir haben hier schon mal eine Barsch-Challenge gedreht, da ging es knapp für Stefan aus. 9:8 glaube ich war es damals. Noch oder höher, glaube ich sogar. War auch im Sommer gewesen. Ja, auch so heiß. Ja, wir haben uns heute überlegt, die hatten schon so viel durch an System und Rigs versus bla bla bla. Heute haben wir uns entschieden, Dropshot versus Texas Rig. Ja. Ich muss ja sagen, Tommy hat sehr viel ausprobiert in den letzten Challenges. Jetzt darf er mal wieder zurück zu Homebase. Genau, Dropshot. Kein Splitshot mehr. Ja, wir haben die 3-Köder-Regel. Ja, ansonsten jeder Fisch zählt. Ne? Zielfisch ist Barsch, wie genau. Immer. Und ja, mal sehen, ob du mit Dropshot erfolgreich bist. Das ist altbewährte Methode. Ja. Ich würde mich eigentlich sonst immer nie hängen lassen. Ja. Welche Köder wir fischen, zeigen wir gleich. Ne? Genau. Fangen jetzt mal an zu werfen, oder? Richtig, machen wir so. Alles klar. So, die Challenge geht los. Ich starte mit einem kleinen Neuki Camcam am Mini-Offset-Haken, wie man sieht, damit er schön viel Spiel hat. Und du, Tommy? Ich bin wieder auf dem altbewährten Köder mit Easy Shiner am Start. Ja, letztes Mal zwar 0:6 verloren, aber ich denke mal, hier wird es anders sein. Dein Hut, mal gucken, aber ich kenne mich hier auch ein bisschen aus. So geht's. Der kleine hängt. Wir stehen direkt hier zwischen den kleinen Ruderbooten. Im Schatten schön. Ja, 1:0. Aber ich bin noch nicht so euphorisch, wie ich jetzt hinten raus dann wieder doch verliere. Ja. Petri, danke. Freunde, 1:1, der ist reingebrettert. Unglaublich, ja. Ich habe mal einen Köderwechsel gemacht. Auf einen kleinen Polaris von Crazy Fish, 4,5 cm. 2:1. Tommy jammert schon im Hintergrund. Keiner Barsch, aber an der Route macht Spaß. Polaris Shad. Läuft im Moment. Die mögen die Bewegung vom Polaris Shad. Weiter geht's. Wir haben ja gesagt, 3-Köder-Regel, das heißt, jeder von uns darf sich hat sich drei Köder ausgesucht zum Fischen. Ja. Ich sage einfach mal kurz, welche wir fischen. Mein erster Köder ist der Neuki Camcam in 2 Inch. Als zweiten Köder habe ich vom Crazy Fish den kleinen Polaris Shad in 4,5 cm. Und der dritte, ein etwas größerer No Action Shad, ist auch wieder Neuki Makro B. Ja, das sind die 3 Köder, mit denen ich das versuche. Du, Tommy, am Dropshot-System, was geht da? Ich habe als erster Köder auf jeden Fall meinen Kitec Easy Shiner in 2 Inch. Dann habe ich den Relax Copito in 2,5 cm. Und dann habe ich noch einen kleinen extra, so einen kleinen Twister. Firma, Marke ist mir nicht bekannt. Kann auch Relax sein. Ja. Kann auch Relax sein, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall auch um die 2 cm groß. Leute, 3:1. Hier mögen sie anscheinend meinen Polaris Shad. Das fing ja ein bisschen schlechter an, ein bisschen besserer Barsch, ordentlich geruppelt. Ja. 3:1, weiter geht's. Tommy montiert gerade einen anderen Köder, ja. Und bei mir hat es wieder geruppelt. 4:1, Leute. Tommy, nur ein nasser Köder fängt. Ich fische hier den kleinen Köder, ja klar, im Texas Rig, ohne Perle. Irgendwie habe ich den Eindruck, das Klickern jetzt im Moment bringt es nichts. Bringt es nicht mit einem ganz, ganz kleinen Haken, nicht Offset. So einen kleinen Offset gibt es, glaube ich, nicht, weil man muss den Köder, man darf ihn nicht so weit hinten aufziehen, sonst hat er dieses Spiel nicht, was er hier hat. Und hier waren so winzig kleine Fische an der Oberfläche, dann dachte ich mir, ich muss ganz, ganz klein und dünn fischen. Ja? Und war anscheinend die richtige Wahl. Tommy, was ist jetzt die Strategie? 4:1, Köderwechsel, was kommt dran? Mini Copito, etwas kleinerer. Der andere Easy Shiner war ein bisschen größer. Ich denke mal, liegt an der Größe jetzt. Ich habe mich jetzt Stefan angepasst, ein bisschen kleiner gefischt.
Mal sehen. Und unauffälliger auf jeden Fall. Balanciere, Leute. 5-1. Jetzt haben sie. Jetzt hat der Barsch auch auf die Neuke gebissen. Da ist er, 5-1. Weiter. So, Freunde, einer der letzten Spots. Die Sonne steht schon tief. Nochmal an der Brücke. Bisschen tiefer hier, bisschen mehr Bewegung. Mal gucken, ob die hier steht. So, vorletzter Spot. Einen machen wir noch, haben wir gesagt. Oder, Tommy? Ja. Einmal noch Glück probieren, ne? Und dann ist Feierabend, oder? Letzter Spot. Tommy probiert es noch klassisch mit Dropshot am Boot. Aber irgendwie wollen sie jetzt nicht mehr in letzter Zeit. Mal gucken. Ich probiere es auch noch mal ein bisschen schwerer. So ein Tungsten dran, schwereres. Und jetzt mal mit Perle, bisschen Krach. Den Cam wieder drauf. Mal gucken, darf mal weiter raus. So Leute, 5-2. Ich habe mir gedacht, hier am Boot im Schatten gibt noch auf jeden Fall was. Ja, Dankeschön. Über den letzten Barsch, den ich gefangen habe, noch am Boot richtig gefreut. Ja. 5-2, aber gut. Diesmal geht es hoffentlich mal anders aus. Challenge ist over, 5-2. Tommy, ja. Es tut mir ja schon langsam leid. Ja. Ach Quatsch, ich mache mir daraus nichts. Ne? Just for fun so. Wenn ich ab und zu mal gewinne oder irgendwann mal wieder gewinne, sage ich mal, dann freue ich mich natürlich übertrieben krass. Aber ja, was soll ich machen? Ich habe die Köder gefischt, die eigentlich sonst immer gut Barsch bringen. Es war halt nicht wirklich Beißtag. Ich meine, es waren 7 Barsche, ja. Nee. Aber da sind wir eigentlich hier anders gewöhnt. Ja. Hätte ich auch nicht. Hätte gedacht, dass es besser ballert. Also, die letzten Tage waren zwar ein bisschen kälter, heute ist es wieder warm, aber gut. Was soll es sein? Ich hatte einmal Glück gehabt an dem Steg. Da waren halt 4 irgendwie hintereinander weg. Ja, da hat er mich abgezogen, ja. Die den, was habe ich da gefischt? Den Polaris-Chat unbedingt wollten. Und da habe ich Glück gehabt. Ja, ja, sonst wäre es auf jeden Fall enger geworden. Ne? Danach war es ganz, ganz zäh. Da habe ich nochmal eingefangen hier auf einer ewig langen Strecke. Ja. Glaubst, und du hast jetzt nochmal eingefangen. Naja, was soll's. So ist es halt, ne? So ist es, ja. Wenn es euch trotzdem gefallen hat. Genau. Daumen hoch, Leute. Ja. Abo ist auch immer geil. Genau. Und kommentieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder schreibt mal rein, Bock habt, mit uns loszuziehen in Berlin. Wir sind gerne bereit, wenn wir einen Termin finden. Genau. Schreibt uns an. Alles klar.